Dieser stahlharte Körper leidet offensichtlich unter erheblichem Östrogenmangel. Michelle hat zwar viele Muckis, aber leider keinen Mann. Du suchst einen Partner? Ja, jemand fürs Leben. Ich will meinem endlosen Single-Dasein ein Ende machen. Ich verstehe gar nicht, warum eine Frau wie du noch allein ist. Du bist doch sportlich und super sexy. Diese Muskelmanze ist ein trauriges Hühnerbrüstchen. Da habe ich ermittelte. Aha, na dann zeig doch mal deine. Yep. Baby, da muss aber noch was wachsen. Okay, Michelle, du machst jetzt einfach einen Aufruf an alle Singles da draußen, die auf sexy Muskelfrauen stehen. Los geht's. Tja, ich suche eine Frau. Sie sollte klein und richtig dick sein. Ich will den kleinen Moppel zum Kuscheln. Muskeln habe ich für uns beide, also bring ein bisschen Hirn mit. Bitte melde dich, ich warte. Ich denke, da musst du nicht lange warten. Das hoffe ich. Und wenn sich nach dieser Sendung keiner meldet, gehe ich ins Kloster und trainiere mit den Nonnen. Das ist Sheila. Sie verdient, wie ihr Lebensgefährte Marc, ihr Geld mit Pornos. Und wie es sich für ein trendiges Pornopärchen gehört, führen sie eine tolerante, offene Beziehung. Als aber herauskommt, dass Marc es privat gern kräftig mit, wie könnte es anders sein, der besten Freundin von Sheila treibt, da hat die Toleranz ganz schnell ein Ende. Er wusste von Anfang an, dass wir beruflich genug mit Sexualität zu tun haben. Und dass eine Beziehung für mich einfach ein ganz anderes Level ist. Und da ist sowas einfach mal ganz absolut tabu. Weil ich bin zwar Pornodarstellerin, aber ich habe genauso den Anspruch auf eine Beziehung, wo mir der Mann treu ist wie jeder andere auch. Möchtest du dich dafür entschuldigen oder was hast du dazu zu sagen? Er hat sich so oft bei mir entschuldigt, Er hat mir in die Augen geguckt, hat gesagt, dass es ihm leid tut. Und er hat mich in dem Augenblick schon wieder belogen. Seit Samstag war ich bei Nicole und sie hat mir das alles mal so erzählt. Und es war nicht nur einmal, es war zweimal. Guck's doch mal an, ey! Marc, bitte guck mir in die Augen und reg dich nicht so auf. Marc, ich stehe hier. Ach du, dir glaubt doch sowieso kein Mensch. Doch, wenn du so selbst glaubst. Ja, du glaubst dir natürlich. Also, Moment. Ja, klar. Du bist ja, mach doch. Sollte ich dir noch glauben? Ich finde das so eine Scheiße, ey. Das ist ein Scheißgefühl, hier von der Sendung nicht so verletzt zu werden, ist echt scheiße, ne? Natürlich ist es nicht schön. Also, Marc, ich darf dich daran erinnern, dass du ja mit Nicole, also auch wenn du sie jetzt beschimpfst, immerhin doch mal so verbunden warst, dass ihr miteinander geturtelt habt und anscheinend... Einmal Sex gehabt. Einmal? Das war zweimal. Und wir bleiben bei knisternder Erotik und kommen zu einem verbal-orgasmischen Geschlechterkampf zwischen einer passionierten Kamasutra-Sexpertin und einem nachpubertierenden Latino-Hengst. Thema... Schildkrötensex und seine fatalen Folgen. Sei so ein geiler Hengst wie ich und nutz die Frauen aus, mehr junge Frauen. Ja, sind die Singles, geiler Hengst, Mann. Ja, Mann. Machst du wie ich? Nimm die Frauen und nutz sie aus? Ja, normal, was soll ich denn da? Ich halte von Beziehung und Liebe nicht, so wie die da. Also Frauen sind zum Ausnutzen da. Ja, wenn das eine geile Sau ist, gehe ich ran und mach sie fertig, das war's. Das sind ja Mädchen, die Nein, liegen die da. Sind über 20, ach, ehrlich, erzähl ich sag das offen. Ja, dann haben die sind auch noch nicht 20. viel Erfahrung. Dann haben die, sind die leider an dich geraten und werden ihr Leben lang, so wenn sie mal einen Vernünftigen kriegen, werden sie dann sagen, Gott, hab ich jetzt endlich gut. Weil du willst mir doch nicht erzählen, du sitzt die ganze Zeit so breitbeinig, als bist du so eine und müsstest jeden Abend nur so vom Fernsehen. Du wirst auch nicht mehr machen wie Schildkrötensex. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Umso älter man ist. Birgit, kannst du uns bitte einmal zeigen, wie Schildkrötensex aussieht? Fest und Klammern. Du mit deinem Fußsex, was ist das? Was ich hab den nicht gemacht. Ich war auch so ein Schlaumeier wie du. Groß was? Am Schwätzen, ich bin der Beste im Bett. Und geht nur einer ab, wenn er mit den Füßen bearbeitet wird. Nee, das ist nicht Schwachsinn, ich hab's erlebt. Solche Leute wie ihn, den haben wir mal kuriert. Eine Freundin und ich haben ihn mal kuriert. Ich kann jede Frau haben. Den haben wir nach Hause eingeladen auf einen flotten Dreier. Dann haben wir ihn am Bett gefesselt. Hat wenigstens Spaß gemacht. Nee, hör mal zu. Den haben wir ans Bett gefesselt, mit Sahne eingeschmiert und mein Hund hat es abgeleckt. Der war nachher so sitzt der hier. Ich weiß, was du sagst, Alter.
Wäre jemand wie Birgit was für dich? Ach, das schafft er nicht. Wäre ein gutes Paar, was? Nee, ich lerne mal, ich lerne keine Schwätzer an. Da habe ich keine Lust zu. Boah, hat er mir gestunken. Puh. So, das ist Petra im gestreiften Schlankmacher-Badeanzug. Doch, jetzt soll der Bikini her und deshalb kriegt sie einen Mann verpasst, der sie so richtig auf Touren bringt. Wow. Henry, jawohl, hallo ihr beiden Hübschen. Und wir machen jetzt Bauch, Beine, Po. Komm. Kommt er mit zurück? All right. Komm her, hey. Achtung. Stell dich ruhig mit dahin. Okay. 4, 3, 2. Talk, Talk, Talk. In den USA gibt es eine Talkshow, die von diesen drei knackigen Moderatoren geleitet wird. The Other Half, zu Deutsch die andere Hälfte. Und ein bisschen anders sind die Jungs auch. Oh ja. Also ich muss schon sagen, ich bin etwas neidisch. Du hast die sexiesten Schuhe an. Ja, auf jeden Fall. Die, bei denen die Zehen voll rausgucken. Oh nein, ich finde meine auch süß. Deine wären süß, wenn du schlanker wärst, so verführerisch rot. Also wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ouch. Jungs, hört auf euch zu begrapschen oder muss ich die starken Männer in den weißen Kitteln holen? Wisst ihr, ich habe mich dabei erwischt, wie ich hinter der Bühne so dastand. Wirklich? Du bist schon zur Tunte. Ja, Tunte sein steht mir doch gut, oder? Begrüßen Sie mit uns einen Mann, der den Profis das Laufen auf dem Laufsteg beibringt. Hier ist Modelprofi Jay Alexander. Oh. Oh, Mann. Pass auf, dass du nicht hinfällst, Baby. Also manche Leute sagen, sie können schnell rennen oder hochspringen. Du sagst wohl eher, ich kann mit dem Arsch wackeln. Ja. Ich muss gerade daran denken, wie ich früher bei Basketball immer Probleme mit meiner Größe hatte. Aber das ist jetzt, wo ich Absätze trage, vorbei. Seitwärts. Ja, genau. Ja, Baby. Ja, los, gib's mir! Jetzt rollen wir den roten Teppich aus für den Talkers, der einen Stern auf dem Talk of Fame verdient hat. Aber das sind wirklich deine Haare, ja. Das ist kein Mantel. Nein, das ist kein Mantel. Auch wenn es so wird, so ein bisschen. Wie viel Geld müsste ich dir denn zahlen, damit du sagst, naja, so ein richtig guter Kurzhaarschnitt oder Glatze zum Beispiel könnte ja auch ganz, modern sein. Wie viel Geld müsste ich dahin blättern, damit du damit machst? Gar nichts. Ich würde überhaupt gar nichts annehmen. Ich würde niemals ohne meine Haare leben können. Jetzt auch. Willst du die noch weiter wachsen lassen? Nein, das ist jetzt die Grenze. Das ist jetzt ganz etwas vielleicht kürzen, aber nicht mehr länger wachsen lassen. Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, ob dieser wilde Mob wirklich echt ist oder nicht. Hier kommt die Antwort. Spricht, ist das kürzer? Ich wollte gerade sagen, die sind doch noch mehr geworden, die Haare. Nein, die sind kürzer. Nee, ein bisschen buschiger. Gerade frisch gewaschen? Ja, gestern Abend. Genau, dann stehen sie noch ein bisschen mehr. Also, als du damals bei mir im Studio warst, haben die meisten gesagt, das gibt's doch nicht. Die Arabella, die bindet uns doch einen Bären auf. Die hat sich doch da irgendwas umgehängt, einen Mantel oder so. Ein bisschen nicht hier rum, sondern hier oben einfach angesetzt. Nein, das sind deine Haare. Jo.
alles seit 25 Jahren. Und wie lang sind die Haare? Also eigentlich mal 1,60 Meter oder so. In dem Dreh. Wie groß bist du? Auch so. Kleiner würde ich fast oder sagen, kleiner. Oder? Wir haben Maßband dazu. Ich wollte mal ganz genau nach. Darf ich dir das mal geben? Ganz genau nachmessen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Tomato, komm doch mal hier. Dann kannst du vielleicht oben mal am Ansatz von hinten. Obwohl, vom Ansatz her muss ich ja hier anfangen. Oh, so. Wie weit geht das nach unten? Ich halte oben. Was ist? Nein, bei 1,80? 1,82. Was ist eigentlich der Job eines Cowboys? Er sitzt mit einem Hut auf seinem hohen Ross und treibt Kühe vor sich her. Und genau darüber sollte sich diese junge Dame vielleicht mal ihre Gedanken machen. Was ist dein Problem? Mein Macker Corey hat total den Schaden. Er hält sich für John Wayne. Dieses machohafte Cowboy-Gehabe geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Stimmt es, dass du sein Mädchen für alles bist? Goldrichtig. Sogar die Fußnägel muss ich dem Sack schneiden. Wollen wir diesen Cowboy reinlassen? Du bist der Sheriff im Haus, oder? Logo, Baby. Was muss sie neben der Pediküre sonst noch für dich tun? Rückenenthaarung, Peeling, Gurkenmaske, eben das volle Programm. Und vor der Arbeit darf sie mir noch die Nasenhaare stutzen, denn die richtige Körperpflege eines Cowboys ist so wichtig wie die Munition in seinem Colt. Apropos Munition, wie sieht's aus im Bett? Ein guter Cowboy sitzt immer oben auf. Lasso, Peitsche und Sporen kannst du immer in meiner Satteltasche finden, ja. Ey, Schwester, gib deinem Hilfs-Sheriff die Sporen und schick ihn zurück in die Wüste. Ey, du Wipp von den Weight Watchers. Ping, 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 ping. Ey, du Schwabe. Wie zeigst du deiner Frau deine Zuneigung? Mal sehen, was die Schwiegermama zu diesem Cowboy sagt. Hallo. John Wayne, du bist ein faules Gesichtsschnitzel und wenn du nicht mal langsam deinen Mini-Arsch in Gang bekommst, dann werde ich eigenhändig dafür sorgen, dass mein Julie-Baby einen Rekal kriegt. Was du hier abziehst, ist Kinderverschenk. Der gute Junge ist doch voll das Komplexbündel. Der hat nichts in der Hose, sag ich euch. Was wäre denn der ideale Partner für deine Tochter? Den Typen, bei dem ich bei der Enkelkinderproduktion nicht um die Vererbung seiner Gene fürchten muss. Sabbel. Dieser Mopsalarm hier neben mir sollte sich mal bedeckt halten. Ich finde mich geil. Meine Mutter hat recht, er ist ein Armleuchter. Ich hab das echt nicht nötig. Ja. Sattelrutsche. Ja. Wissen Sie, wer das ist? Das ist keine Socke. Nein, das ist Fred. Und Freds bester Freund hat einen kleinen, aber nur einen ganz, ganz kleinen Schuss. Mein Bruder redet mit Puppen, also mit einer Handpuppe. Und ich mache mir Sorgen, also dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Das war doch keine Puppe, das ist doch ein Geschenk. Ja, noch schlimmer, die Puppe ist sogar keine Puppe, sondern es ist eine alte Socke. Ich bin Finanzberater und reise halt oft zu den Kunden. Die Firma verlangt das halt. Und bin auch viel allein und dann ist das doch normal, dass man auch mal mit sich selbst redet, weil wenn keiner da ist. Sie sagen, Sie haben einen Talisman, diese Puppe. Ja, ja genau. Ja? Schleppen Sie die schon seit Ihrer Kindheit mit sich herum? Ein Junge kam zu mir und hat mich mit mir unterhalten und in dem Zusammenhang hat er mir dann auf einmal diese Puppe geschenkt, diese Handpuppe. Dann hat die Puppe sicherlich auch keinen Namen oder hat sie einen Namen? Die heißt Fred. Haben Sie den Fred jetzt auch dabei? Ich hab den hier in meiner Hosentasche. Zeigen Sie ihn mir mal. Hallo Fred. Wie geht's dir, Fred? Mir geht's gut. Bloß die Daisy, die nervt. Ich habe alles mitgehört. Ich war ja in der Hosentasche. Du bist eigentlich eine ziemliche Hilfe für den Philipp, ne? Ja, der Philipp, der ist... Ja, wie ein Kind. Ach, das kannst du jetzt so aber nicht sagen. Doch, doch. Du kannst nichts allein, nichts kannst du. Du bist komisch. Nein, ich bin nicht komisch. Ich kann gut alleine, komme ich klar. Du kommst überhaupt nicht alleine, klar. Du erzählst dumm Zeug. Du erzählst echt dumm Zeug. Ich weiß gar nicht, warum ich manchmal mit dir überhaupt rede.
weil sonst keiner mit dir redet. Das ist doch wohl eindeutig. Der Fred, der sagt Dinge, die der Philipp sich nicht traut zu sagen. Der Fred redet mit dem Philipp, wenn der Philipp alleine ist. Aber jetzt, Fred, ist der Philipp erwachsen. Und eigentlich kann er sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und um was es jetzt geht, ist, dass sie das, was der Fred tut, wieder von ihm zurücknehmen, in sich aufnehmen. Und das können sie nur, indem sie Fred dem kleinen Jungen zurückgeben, der ihnen damals Fred gegeben hat. Verabschieden Sie sich jetzt auch von Fred? Mach's gut, Fred, alter Freund. Es gibt sie immer wieder. Talkgäste, die selbst mich noch überraschen. Der folgende gehört ganz sicher zu dieser Kategorie. Vor genau 15 Jahren hatte ich die Ehre, ein unglaublich tapferes Mädchen kennenzulernen, die kleine Hydia. Mit 2 Jahren erkrankte sie an Leukämie und erzählte mir von ihrer Krankheit und ihrem Leben. Du hast ein eigenes Zimmer im Krankenhaus? Mhm. Ist es schön? Mm-mm. Warum nicht? Da fehlt was. Was denn genau? Mr. Bear, mein Lieblingsdaddy. Der schläft auch immer bei mir, weil er so weich ist. Mami hat gesagt, dass er auf mich aufpasst. Mr. Bear, der kann doch nicht ohne mich schlafen. Ich bin mir sicher, dass du bald wieder mit Mr. Bear träumen kannst. Die süße Kleine hat ihren Mr. Bear natürlich noch bekommen. Und vielleicht hat er ihr ein klein bisschen dabei geholfen, den Krebs zu besiegen. Und heute ist sie wieder hier. Sie feiert ihren 18. Geburtstag und ich glaube, sie hat gute Nachrichten. Hallo, Hydia! Zu weinen, sonst fange ich auch noch an. Schön, dich wieder hier zu haben. Hey, wie geht es dir? Hier bei dir immer gut, Maury. Oh, Liebes. Wir haben uns lange nicht gesehen. Was gibt es Neues von dir? Ich habe, sehr hart gekämpft und an keinem einzigen Tag die Hoffnung aufgegeben. Niemals. Und du bist gesund? Ja, ich habe den Krebs besiegt. Oh, wow. Deine Gesundheit ist das größte Geschenk. Das stimmt. Aber eine Kleinigkeit habe ich auch. Ich weiß ja, dass du Schmuck von Tiffany liebst. Okay, ich hol's mal raus. Achtung, hier ist es, meine Kleine. Mach's auf. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Na, ich hoffe, es gefällt dir. Ich bin ja nicht so gut im Schmuck aussuchen. Och, es gefällt mir bestimmt. Na, dann bin ich ja beruhigt. Es ist traumhaft. Eins fehlt noch. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Rein mit der Torte für Hydia. Wow, schau mal, Kleines. Ich wünsche dir, dass du deinen Mut und deine Lebensfreude nie verlierst. Das hier, das Liebespaar, ist die Koalition und das hier, die beste Freundin, ist die Opposition. Und die stellt jetzt einen Antrag auf ein Misstrauensvotum. Warum klappt es denn so mit der Nicole nicht wirklich, also ihrer guten Freundin? Was hast du gegen die? Ja, ich kenne sie jetzt schon ein bisschen länger und die hat schon mal eine Beziehung kaputt gemacht mit so einer Scheiße. Weil sie gesagt hat, du gehst fremd. Richtig. Hatte sie damit recht? Nein. Mhm. Was glaubst du, warum macht sie denn das? Ja, keine Ahnung. Sie vielleicht Olle Jungfer und so, keine Ahnung. Die hat, Olle Jungfer. Die hat noch nie eine Beziehung gehabt, kriegt auch keine auf der Reihe und jetzt probiert sie, noch wegzureißen. Erstens mal, deine blöden Sprüche kannst du dir sowas von stecken. Wisst ihr? Von wegen Jungfer und so. Hast du sowieso keine Ahnung über mein Leben. Ich geh mal davon aus, du bist nicht neidisch auf die beiden. Absolut nicht. Da führt lieber ja keine Beziehung als sowas, was die haben. Was ist an der Beziehung schlecht, die die beiden führen? Also wie gesagt, entweder sie halten keine, also Robert hält dann halt keine Verabredung ein oder wenn sie mal weggehen in eine Disco oder so, dann guckt Robert halt lieber anderen Weibern hinterher. Während Angela daneben steht. Ja, natürlich. Ja.
Ja. Flirtest du denn so viel, Robert? Flirten, das ist normal unterhalten mit jemandem. Ach, du sagst, das ist nur normal. Wenn ich das machen würde, würdest du da stehen nach zwei Minuten und Theater machen. Aber richtig, 100%. Das ist ja auch was anderes. Ach, das ist was anderes! Nee, natürlich! Warum? Weil du gerne mit dem Typen in eine Kiste steigen würdest. Natürlich! Ich unterhalte mich mit der Robert, Frau. Robert, du, weil du, weil du denkst, weil du fremdgehen würdest, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen würde. Genau, wahrscheinlich. Robert, ist es vielleicht so, dass du manchmal auch offensiv flirtest, weil du es nicht so ganz ertragen kannst, dass du vielleicht, wenn die beiden mit dabei sind, nicht so ganz die erste Geige spielst, um vielleicht die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen? Ich glaube, dass er eifersüchtig auf Nicole ist und nicht umgekehrt. Oh, es ist doch auch so, Robert. Ja. Du machst sie stets und ständig fertig, sie macht dich fertig. Ich hab meine wenn wir Gründe. Miteinander weggehen, es geht keine 10 Minuten gut. Entweder ihr redet gar nicht miteinander oder ihr kloppt euch schon teilweise. Ich verstehe gar nicht, warum mit der auch mal weggehen. Das ist meine Freundin und wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du sie auch akzeptieren. Ja, dann musst du mal eine neue Freundin suchen wahrscheinlich. Oder einen neuen Freund. Mann nehme. Von der Freundin einen Schlüpfer als Mützchen, ein Stückchen Flocati als Kinnbart und den guten Perlenvorhang leicht gestutzt als lockerer Lendenschurz. Und fertig ist das Modell Lebenskünstler. Ich traue mich gar nicht, jetzt unten hinzugucken. Aber es ist ein Gesamtkunstwerk. Findest du? Was die Kleidung betrifft, das Styling betrifft, den Schmuck betrifft, ist dir das sehr, sehr wichtig. So bloß ist ein saftiges Küsschen. Der hatten wir doch schon. Für deinen Kompliment, aber jetzt. Warum läufst du so rum? So? Ja, gut, so laufe ich nicht rum. Naja, aber du bist immer ein bisschen. Also meine du bist immer gut, verrückt. Okay, klar. Außergewöhnlich, extravagant also, gekleidet und gestylt. Ja, gut, das ist ein Lebensgefühl, Lebensstil, oder? Eigenart. Könntest du dir vorstellen? Ich habe meine Persona erfunden. Danke. Oh, ich zeige auch etwas Haut, aber nicht so viel. Aber bitte mit Sahne. Ah! George! Weiblich, ledig, jung. Sucht jungen männlichen Body zum Trimmen. Du bist seit 3 Jahren Single? Ja, genau. Und ich hab's satt. Wie soll dein Traummann denn aussehen? Oh Gott, Jenny, das ist mir mittlerweile egal. Hauptsache, er ist männlich und kann mit mir mithalten. Ah, klar. Also, dann mal rein mit den potenziellen Single-Kandidaten. Yo, yo. Damit unsere Single-Frau und alle weiblichen Gäste hier im Publikum sehen können, was ihr zu bieten habt, runter mit dem Shirt. Ich bitte euch. Also, da fällt die Entscheidung schwer, aber nur einer von ihnen kann es werden. Welcher Mann darf sein? Oh, Jenny, na, ich denke, ich nehme Nummer 3. Ja! Mal ehrlich, du willst doch nur seine Fitnesslehrerin werden, oder? Ich werde ihn schon richtig bearbeiten. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Sie sind heiß, wild und sexy. Unsere Clips und deshalb gibt es mehr davon. Ich war mit Sven zusammen, ich habe mich von ihm getrennt und bin jetzt mit Sarah Warum zusammen. Warum habe ich davon nicht mitbekommen, dass wir uns getrennt haben? Weil du es nicht mitbekommen willst? Du kapierst die hat dich einfach nicht. Dazwischen gedrängt. Ja? Wir hatten mal eine schlechte Phase in unserer Beziehung. Und du bist da einfach in die Beziehung eingebrochen. Ich bekomme SMS von ihm mit Liebesfloskeln zuerst und ich soll zurückkommen. Ja, ich liebe dich auch und ich will dich um jeden Preis zurück. Ich kann Ihnen das hier auch zeigen. Zum Beispiel, komm zurück zu mir, lass die Schlampe endlich in Ruhe. Ja, es ist ja auch eine Schlampe. Und dann kommen noch die Briefe hinzu, die du ihr unter die Windschutzscheibe steckst. Zum Beispiel, ihr müsst es mal wieder richtig besorgt bekommen.
So, ja, so ist es ja auch. Ja. So ist es ja und auch. Weißt, ich weil, wenn du es mal mehr... richtig besorgt bekommen würdest, dann würdest du dich auch nicht mehr an so kleinen, süßen Mädchen vergreifen, bis die Tina eine weißt, ist. Ich mittlerweile mich nicht mehr vor die Haustüre traue. Ja, es ist ja auch viel besser, wenn du zu Hause sitzt. Da kannst du nicht. Entschuldigung, nein, wenn sie zu Hause sitzt, dann kann sie sich nämlich nicht an solche Mädels rangreifen. Ich will das nicht hören. Wir wollen das alle nicht hören. Du hast mich doch nie gefragt, was ich möchte. Ich kann ja verstehen, dass du mit ihr besser über Schminkzeug und Klamotten und so ein Kram darum reden kannst, ja? Nicht. Aber im Sex zum Beispiel, da kann sie doch überhaupt nichts bieten. Das ist doch nur eine halbe Nummer. Wie bitte? Da also konntest du mir aber gar nichts bieten. Ich dachte immer, du magst es auch ein bisschen härter und ein bisschen schneller. Du hast von Zärtlichkeit echt keine Ahnung, ne? Du hast doch auch gestöhnt. Ja. Das ist auch und das hat sich nicht so angehört, als wenn es nur gespielt gewesen wäre. Solltest mal hören, wie es sich jetzt bei ihr anhört. Dieser Blick spricht doch wohl Bände. Die Frau ist verliebt bis in die Haarspitzen. Kein Wunder, denn ihr Augenstern ist schon ein ganz besonderer Lichtblick. Ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund Armin zusammen. Hm, verliebt? Ich liebe ihn über alles. Schön. Was genau ist denn das Problem? Das Problem ist nur, dass er manchmal eifersüchtig ist. Er muss endlich begreifen, dass ich ihn liebe und ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich habe die finanziellen Mittel nicht, dass ich ihm jeden Tag was kaufen kann. Das muss man nicht. Wir haben uns ja was Schönes ausgedacht und ja. Du wirst ihm das heute beweisen. Ja. Aber vorher wollen wir reden mit ihm. Ich möchte nämlich auch gerne mich mit ihm unterhalten. Deswegen freue ich mich über Armin. Hallo. Armin Meierlich, wie eifersüchtig bist du? Nicht sehr. Maria sagt, ach, jetzt kannst du es ruhig mal zugeben. Du gibst das nie zu, dass du ja, eifersüchtig manchmal bist. Manchmal ein bisschen, sag halt. Ja, schon. Deine Maria, nur für dich, wird jetzt singen von Celine Dion gecovert. My heart will go on. Every night in my dream, I see you, I feel you, that is how I know you, girl. Near, far, wherever you are, I believe that's the dust girl. Er träumte vom großen Durchbruch und er hat es geschafft. Über Nacht wurde er zum Idol einer ganzen Generation. Playboy 51 aus Reinickendorf. Hier kommt ein historischer Moment, der Beginn einer ganz, ganz großen Karriere. Du findest, du bist ein Playboy. Ich bin ein Playboy. Ich bin Spieljung, ich spiele mit Frauen. Ich zeige dir die Spielchen, wie das richtig abgeht. Wie geht's denn richtig ab? Naja, alle. Das Mögliche, was die Frau haben will, das erfülle ich ihr. Sex, jeden ne? Wunsch, natürlich. Richtig abgehen. Die muss kaputt gehen. Richtig bam, bam. Weißt du? Ich bin so ein Typ für One-Night-Stand für eine Nacht. Mhm. Okay, dann sagt ihr, oh ja, ey, der oh, ist das geil. Oh, erzähl erstmal ganz Berlin, weißt du? Das ist so meine Meinung. Dann freut sie sich. Dann geht sie erstmal auf Klo sich noch ein. Ah. Oh. Ich stehe mehr auf Schlampen. Das ist meine Masche. Eine Schlampe, die weiß ganz genau, was Playboy braucht. Wie Playboy richtig abgehen muss und so, die zeigen mir das. Verstehst du? Was ist denn für dich zum Beispiel eine Schlampe? Eine Schlampe ist für mich eine Olle, so, die alles macht für einen Mann. Alles. Ich schwöre, die ist offen, die weiß ganz genau, was ein Junge will. Die präsentiert sich auf einmal, die redet nicht erst mal 5 Stunden. Komm Baby, zieh dich aus, Mann. Ich zeig dir das jetzt richtig, ich befriedige dich richtig. So muss das sein, nicht anders. Und du hast auch Erfolg bei den Frauen, ne? Ich hab keine Probleme damit, ich hab noch nie Probleme gehabt. Ich heiße nicht umsonst Playboy, ich bin Playboy. 51 aus Reinickendorf, das ist mein Name, Alter. Unser Weltstar aus Reinickendorf muss nun schmerzlich erfahren, dass Ruhm auch seine Schattenseiten hat. Eine üble Verleumdung kratzt an seinem maskulinen Image. Der sonst so hart gesottene Playboy soll angeblich eine ganz, ganz weiche Seite haben.
Warum erzählen Sie eigentlich Gott und aller Welt, dass Herr Del Mondo impotent ist? Ich finde einfach, die Nation muss da mal die Wahrheit erfahren. Der verarscht die ganzen Leute, ja? Erzählt so ein Zeug und in Wirklichkeit ist er einfach nur ein impotenter Schlappschwanz. Ist eine Nullnummer im Bett. Wie haben Sie denn die Frau Zeltner kennengelernt? Na, was heißt kennengelernt? Die Trolle hat probiert, mich die ganze Zeit in der Diskothek anzubaggern. Richtig? Auf jeden Fall, ich war außerdem heiß auf die Schnecke, die neben mir saß, auch nicht auf Sie. Ein Getränk nach dem anderen hat er mir hingestellt, er hing in meinem Rock. Also davor halt lautet, haben Sie sie angebaggert oder umgekehrt? Nein, die war wie eine Klette an mir, wirklich jetzt, glauben Sie mir, Herr Richter. Das glaubt doch kein Schwein. Halten Sie mal die Luft an, ja? Gucken Sie doch mal, schauen Sie sich mal die Bannis im Publikum an und schauen Sie sich mal die Wortprobe an hier. Und sagen Sie mal ernsthaft, glauben Sie ernsthaft, dass ich mich mit so einer einlasse oder was? Also, wenn ich jetzt in der Diskothek, wenn ich alles abchecke, weiß ich ganz genau, was ich für Frauen anschaue oder was ich für Frauen anmache. Ja. Das ist mir völlig egal. Ja. Ich will wissen, ob mit ihr was abgeht. Gottes Willen, niemals. Ich schwöre Ihnen, wirklich, Herr Richter. Das ist alles erlogen und erstunken, was Sie da erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Sie hatten gar nichts mit ihr. Gar nichts, absolut nicht, Herr Richter. Vertrauen Sie mir wirklich jetzt. Okay. Ich sage hier die Wahrheit. Im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Elke Zeltner ist schuldig der Beleidigung in 3 Fällen. Sie wird deshalb zu einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen à 20 Euro, also insgesamt 1.000 Euro, verurteilt. Und die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass hier und heute die Wahrheit über Potenz und Zeugungsfähigkeit des Zeugen hier ans Licht kommt. Es interessiert nämlich nicht die Bohne. Ich halte aber die Behauptung, jemand könne nicht mit 10.000 Frauen geschlafen haben, gar nicht für geeignet, ihn lächerlich zu machen. Schon eher macht er eigentlich die Behauptung lächerlich, man habe mit 10.000 geschlafen, zumal wenn die Behauptung von einem selbst kommt. Bei Ricky Lake sehen Sie jetzt zwei Transen. Die eine behauptet, ihre Freundin würde nur Frauenkleider tragen, da sie als Mann so hässlich sei. Zickenalarm pur. Und das Tolle daran, juhu, es sind endlich mal keine Frauen. Lasse, was hast du dir für deine Freundin Butterblume ausgedacht? Die meint, ich sei ein hässlicher Kerl und renne deshalb in Frauenkleidern rum. Überall zieht sie mich damit auf. Heute zeige ich ihr, dass ich ein Superschnuckel bin. Meinst du, sie findet dich als Mann attraktiv? Auf alle Fälle. Okay. Butterblume, komm zu uns! Hi, Ricky. Bin ich aufgeregt. Dahin? Hi! Ich bin ja so gespannt. Wie geht's dir? Eine klasse Frisur, Süße. Danke, Schätzchen. Es sieht ganz okay aus. Butterblume, wie fühlst du dich? Total nervös. Du ahnst nicht, um was es gehen könnte? Keine Ahnung. Blossom hat sich was ausgedacht. Sag's mir doch. Ich verrat's nicht. Bitte. Nun, also ich bin gekommen, um dir zu beweisen, dass ich ein hübscher Mann bin. Ehrlich? Dann hört vielleicht endlich das Gezicke auf, ich sei ein hässlicher Typ. Jetzt gleich? Jetzt gleich. Oh mein Gott. Pass auf. Bist du bereit? Hier kommt Sean. Wow. Also, trau dich. Möchtest du mit mir ausgehen, vielleicht? Ich gehe aus mit dir. Okay. Ja? Alles klar. Liebe Zuschauer, es gibt nicht nur Ziegenbärtchen, nein, es gibt auch die weibliche Variante, der sogenannte Zickenbart, wie ihn uns hier Ellie stolz und ganz besonders sexy vorführt. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Mir ist meine Freundin, sie hat einen Bart und der Bart muss ab. Der Bart bringt uns überall, wo wir hinkommen, wo ich hinkomme, bringt er uns nur Schwierigkeiten. Also es bringt mir dir Schwierigkeiten als mir. Mir bringt es weniger Schwierigkeiten. Das ist halt so, du hast am Anfang ja auch aushalten können, hast es gut gefunden, sogar gut gefunden, nicht nur ertragen oder toleriert. Und ich habe mich natürlich da schon drauf verlassen. Ihnen ist es offenbar vorher gelungen, also sowohl in dem Ort, in dem Sie leben, als auch bei Ihrem Arbeitgeber, keine Probleme zu kriegen. Das heißt, da wird das akzeptiert, dass Sie sich einen Bart haben wachsen lassen. Ja, also ich habe inzwischen schon das Gefühl, ich denke, ich merke das normalerweise schon, wenn Leute entsprechend so seltsam gucken und seltsam reagieren. Er ist ja dann nach einer Weile auch durch, wenn er noch ein bisschen durchhält.
Ja, es ist schon, ich bin selbstständig und bereise Kunde. Und ja, zum Beispiel, die Mal bin ich aus dem Haus rausgelaufen, da steht mein Auto angemalt, ein Frauengesicht, mit einem Bart drauf und drunter steht Elli. Und mit dem muss ich dann durch die Gegend fahren, bis ich das geputzt habe, das war ewig. Ja, da komme ich mir doch blöd vor. Menschlich passen wir zusammen. Und wenn sie, wenn ihre was dran liegt, dann macht sie den Bart ab und dann können wir glücklich und zufrieden leben. Elli, könnten Sie sich das denn vorstellen? Ne? Das kann ich wirklich nicht, das kann ich nicht, weil da noch so viel anderes dran hängt an Philosophie und an Weltanschauung. Ich habe den Bart und ich kann das auch nach außen dann vertreten, dass man einfach diese Frau mit unterstützt, die bis jetzt immer unterdrückt war, die immer den Bart wegtun sollte. Hier die Emanzipation, hier dieser Weg der Selbstverwirklichung und hier die Liebe, die aber sagt, da kann ich dich nicht begleiten. Dann bleibt Ihnen, auch wenn es ein Stück tragisch ist, ne? Aber dann bleibt Ihnen wirklich nur die Trennung. Ja. Doch jetzt dürfen wir uns auf ein echtes Original freuen. Daniel Lopez, the Superstar himself, eröffnet uns wissenswerte Details über sein Liebesleben mit Juliette. Wir haben letzte Woche uns schon mal unterhalten, dass du mit Juliette ja zusammen bist. Sehr glücklich, ja. Und glücklich. Ja. Es gab ja da sehr viel Negatives auch, was über euch sozusagen da tapeziert wurde. Juliette sei lesbisch und du hättest über den Sex mit ihr geschwärmt. Und wer weiß, was wir da alles jetzt gelesen haben. Es kam auch schon, dass ich schwul wäre. Also. Schon auch schon in der Zeitung. Hat man nicht gehört. Die Schlagzeile ist aber an mir vorbeigegangen. Ja? War keine Schlagzeile, weil ich hab dann, die Zeitung hat mich angerufen, was sagen Sie zu der... Zu den Gerüchten habe ich hab mich totgelacht und hatte sich nicht mehr getraut, zu schreiben. Wenn wir noch einmal auf Juliette zu sprechen kommen, wir sehen sie da sowieso die ganze Zeit auch schon im Hintergrund. Wie ist es für dich, wenn sie dann von eben auch männlichen Fans angegraben wird? Also ich habe noch nie so eine treue Frau kennengelernt wie Juliette, ich muss ehrlich sagen. Sie ist auch sehr besitzergreifend. Sie schickt mir so tolle SMS jeden Tag und so weiter und sagt, vergiss nicht, dass ich deine Frau bin und dass keine andere Frau dir zu nahe kommen soll. Aber ich finde das sehr lustig. Also bei ihr, ich finde das gut, so wie sie ist. Könnte es auch problematisch werden, wenn Juliette zum Beispiel mal erfolgreicher wäre als du auf Dauer? Nein, ich hoffe, dass sie es wird. Ich meine, es ist wunderschön. Ich liebe ihre Stimme. Für mich ist nicht wichtig, um jeden Preis oben zu stehen für irgendetwas. Und denn für mich ist die Musik, wirklich auf der Bühne zu sein, mal zu singen, das ist so schön. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist wahnsinnig, ein so schönes Gefühl. Das ist wie noch besser als Sex. Vergessen Sie Fußball. Jetzt kommt der Trendsport. Extrembügeling. Ein Sport für echte Männer. Denn egal, ob auf dem Himalaya oder in der Serengeti, das Bügelbrett muss überall hin mit. Noch Fragen? Hier der Experte. Du steigst tatsächlich mit dem Bügelbrett auf die Berge? Sicher. Was soll das, ist doch nicht dasselbe, oder? Nein, mal ehrlich, ich bügel gerne an solch ungewöhnlichen Orten. Du bügelst doch nicht wirklich gern stark. Sei doch mal ehrlich, das ist doch eigenartig. Na, ich bügelte sogar in einer Bärenhöhle. Das Tier krallte sich dann mein Brett. Dieses komische Hobby soll eine richtige Sportart sein? Ja, natürlich. Es gibt sogar Weltmeisterschaften und ich hoffe, dass wir bei der Olympiade dabei sind. Wirklich? Olympische Spiele? Sicher, vielleicht ist das Extrembügeln schon bei den nächsten Spielen dabei. Das wäre wirklich super. Jetzt Bilder von Stark und seiner Lieblingsbeschäftigung. In unserer spanischen Talkshow Christina wagen jetzt zwei schwule Männer ein echtes Sexperiment. Sie wollen für einen Tag das homogene Ufer wechseln und sich von weiblichen Strömungen treiben lassen. Was Sex mit Frauen betrifft, sind wir beide noch recht unerfahren, aber hochinteressiert. Aber wie soll das vonstatten gehen? Wir suchen uns eine willige Frau. Eine für euch beide? Ah, nicht doch. Jeder sucht sich eine eigene, die ihn in die Hetensexwelt einführte. Hey. Ich habe zwei willige Kandidatinnen für euch. Ricardo, die erste ist für dich. Aber keine Sorge, du kommst auch noch dran. Ihr könnt beim Tanzen schon mal einen ersten Rhythmuscheck starten. Brr,
Ran an die Frau. So, mein schöner Paolo, jetzt musst du uns deine Verführungskünste zeigen. Na los! Nur nicht so schüchtern. Oh, sie ist nackt. Jetzt aber ran. Na, komm. Der traut sich nicht. Schnuckelchen, oh. Sie ist ein Traum. Ich glaube, wir satteln um. Die No Angels haben ja bei uns die Hitparaden gestürmt. Die fünf Mädels müssen aber jetzt aufpassen, denn ihre neueste Konkurrenz lässt die No Angels so richtig alt aussehen. Warum? Das sehen Sie jetzt. Was findest du denn so gut an den No Angels? Die singen gut und so. Und das ist eine klasse Sache. Sag mal, was möchtest du denn mal werden? No Angel Star. Ein No Angel Star. Okay, dann könnte man sagen, du bist eigentlich die Mini-Ausgabe schon der No Angels. Zumindest jetzt hier bei uns im Studio. Guck mal, wir haben da, Angie, ein Mikrofon für dich. Und dann schicke ich dich, wir haben extra so eine kleine Bühne auch aufgebaut für unsere kleinen Stars, schicke ich dich da mal rüber. Okay, singst du für uns, tanzt du für uns? Ja. Super, da drüben, okay? Süß, das ist ja wohl der Hammer, was die Kleine schon drauf hat. Also No Angels warm anziehen. Die Fünfjährige wurde bei Arabella aber nur noch von einer getoppt. Und zwar von einem 13-jährigen Britney Spears-Verschnitt mit, ja, Megastimme. Dürfen wir uns gleich davon überzeugen, was du so dir antrainiert hast? Natürlich. Okay, wie alt bist du nur als Frage noch? 13. 13, okay. Ja. 13 Jahre jung, aber schon eine ganz große Britney. Ich darf dich rüber bitten auf unsere Bühne. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Oh baby,